Hallo, ich grüße euch. Ich wollte ja wieder mal ein Video machen zu der Corona-Geschichte. Ihr wisst ja, dass jetzt am Wochenende diese Demo in Berlin ist. Dazu hat sich eine Organisation Querdenken und einige andere aufgemacht und haben auch Besucher aus dem Ausland eingeladen. Angemeldet haben sie wohl 5 Millionen. Ob so viel wären, wissen wir nicht. Aber die Umstände dieser Geschichte sind sehr interessant. Und da würde ich schon gerne mal was dazu sagen wollen. Also, wir wissen ja, dass die Organisatoren von dieser Bewegung im Prinzip keinen patriotischen Lebenslauf vorweisen können. Die sind im Prinzip aus dem Nichts entstanden und gehen jetzt so hin, als hätte es vorneweg nie was gegeben, als hätten irgendwelche Bürgerrechtsbewegungen nie irgendwas gemacht. Die stellen sich da hin und machen eine Demo mit mehreren Millionen, ähnlich wie die Love Parade. Ne? Ihr wisst ja, dass in den Medien das heruntergeschrieben worden ist auf 17.000. In Wirklichkeit waren es aber zwischen 1 bis 2 Millionen. Und da sollte das Volk eigentlich merken, dass es von früh bis abend von ARD und ZDF belogen wird. Das hat funktioniert, aber die Inhalte selber sind bei der Bevölkerung nicht angekommen. Und das liegt einfach daran, weil die meisten eben denken, dass sie von öffentlich-rechtlichen Medien informiert werden. Aber das ist ja im Prinzip ein Desinformationskanal. Also das heißt, dort wird nachgerichtet. Es gibt eine Information, eine beseitigte Ungewissheit. Dann kommt ARD und ZDF daher und dreht die Wahrheit in Lüge. So, das ist das, was die machen. Die machen nichts anderes. Das ist ihr sogenannter Auftrag. So, die sollen das Volk verblöden und das möglichst so massiv, dass sie nicht mal mehr, wenn sie die Kiste abschalten können, innerhalb der nächsten 3 Wochen sich aus anderen Medien eine Weltsicht zusammenbauen können. So schlimm ist das jetzt. Und da sagen viele Patrioten, na, was willst du denn vor Volk eigentlich retten? Es sind ja im Prinzip alle beratungsresistent und wenn du mit denen redest und denen die Fakten nennst, machen die einfach zu und labern das runter, was in der Zeitung und im Fernsehen ist. So. Mit solchen Leuten kannst du doch keine Revolution machen. Das funktioniert doch nicht. Und wenn die nach der x-ten Demo immer noch nicht begriffen haben, dass sie mit Schwarz-Rot-Gold, dass Schwarz-Rot-Gold die Flagge der Sklaverei ist aus der Weimarer Republik und sie dann damit gegen die Sklaverei demonstrieren und das nicht begreifen, dass das kontraproduktiv ist, da weiß ich auch nicht, was ich da noch demonstrieren will. Ja, wenn ich keine kaiserlichen Bundesstaatenflaggen habe oder die auch nicht tragen will, brauchst du der Demo doch eigentlich gar nicht hinfahren. Aber das ist nebenbei. Es geht auch nicht um Corona, weil es geht eigentlich gegen die Maßnahmen. Und die Maßnahmen, das hatte ich ja in den ersten 11 Teilen, die könnt ihr euch ja mal angucken. Übrigens müsst ihr die Playlist Live-Sendungen von Kaiserrundfunk ansehen, weil YouTube nicht mehr fortlaufend bringt. Also in der Seitenleiste, wo sonst immer die Teil 1 bis 4 gelistet werden, da bringen sie immer andere Vorschläge aus anderen Kanälen und die eigentlich das Gegenteil sagen, was auch immer. Das ist also manipuliert von YouTube. Ihr müsst also wirklich in die Playlist reingehen von Live-Sendungen von Kaiserrundfunk und dort sind die alle geordnet untereinander. So. Gut, also bis zum Teil 11b bin ich gekommen. Danach gab es massive Probleme mit der Internetanbindung. Das ist auch immer noch nicht behoben. Also versuchen uns zu stören, wo es nur geht. Aber aufgrund der kommenden Ereignisse am Wochenende habe ich mich jetzt aufgemacht und werde dieses Video eben so oft hochladen, bis es eben oben ist und eben wieder jeder sehen kann. So, und ich hoffe, dass das System die nächsten 14 Tage auf den Rücken fällt. Alleine deswegen, weil man ja an der Börse sieht, wie die Kurse manipuliert werden und dass es kaum noch zu stemmen geht, dieses System aufrechtzuerhalten, weil eben durch die Corona-Maßnahmen ein wirtschaftlicher Niedergang mit 50% des BIP ins Haus steht. Und das hat bis jetzt immer zu einer totalen Wirtschaftskrise geführt, die weitaus schlimmer ist als 2008 und die nur durch Willkür der Politiker entstanden ist. Nicht durch die Corona und es war auch überhaupt nicht notwendig, einen Lockdown zu machen, weil die ganze Sache viel harmloser war als ein normaler Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterschnupfen, der regelmäßig kommt, den es über Jahre schon gegeben hat, wobei man trotzdem darüber nachdenken könnte, wie er denn entstanden ist, weil wir ja wissen, dass solche Viren eben von Forschungslaboren
bewusst freigesetzt werden, um eben die Medikamentenindustrie bei Laune zu halten. Ne? Also außer den Ernte. Es wird also Gifte in die Nahrungsmittel gemischt, also der Codex Alimentarius wäre so ein typisches Thema, was man sich da mal anlesen. Und Firmen, die nicht diese Gifte ins Essen mischen, die werden dann noch mit Bußgeld bestraft. So. Aber das haben die Politiker beschlossen, die ja alle gewählt haben. CDU, FDP, Grüne, Linke, was SPD. So. Das waren die. Die haben euer Essen vergiftet. Die haben eure Luft vergiftet. Die wollen euch jetzt noch chippen und euch noch komplett entrechten. Ihr habt das so gewollt. Ihr seid zu jeder Wahl hingerannt. Und ihr könnt nicht sagen, dass das alleine durch Briefwahlbetrug ist. Ich war bei so vielen Wahlen mit Auszählen. Es ist einfach so ein Stapel CDU und SPD da. Das lässt sich nicht leugnen. Das ist halt in der Wahlurne drin. Und wenn jeder, sagen wir mal, der eine Veränderung will, dann hätte wenigstens AfD gewählt, obwohl ich auch nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass das die Lösung ist. Aber es wäre das kleinere Übel. So, wir von der Werteunion müssen wir jetzt hier nicht reden. Das Thema hatte ich schon längere Zeit ad acta gelegt. Die sind nicht daran interessiert, dem Volk in der Not zu helfen, sondern die wollen einfach CDU pur sein. Das haben die auch letztes Mal nochmal bestätigt. Also auch unwählbar. Und wer das macht, ist ein Volksverräter. Und der Maaßen, ich verstehe nicht, wieso der mit der Werteunion rummacht. Er weiß ganz genau, dass CDU und SPD und Grüne und Linke ein einziger Betrug ist, der nur darauf ausgeht, das deutsche Volk in die Vernichtung zu treiben. So, und wer sowas wählt, der braucht sich nicht wundern, weshalb es ohne Grund und ohne Anlass diese ganzen Corona-Maßnahmen gibt. Es gibt keine medizinische Notwendigkeit, eine Maske zu tragen, weil das wäre das Gleiche, als wenn man Maschendrahtzaun aufspannt, um die Mücken fernzuhalten. Die Viren sind um Größenordnung kleiner, als das Gewebe hergibt. Und wenn die Maschendichte so fein wäre, dass die Viren nicht durchkämen, dann könnte man nicht atmen. Deswegen sind in diesen Laboren, die diese Schutzgrade haben, eben Druckluftatemgeräte die Norm. Und dann haben die Labore auch Unterdrucksysteme, sodass also kein Virenzeug nach außen dringt. Also das Labor hat Unterdruck und falls doch irgendwas undicht ist, strömt eben normale Umgebungsluft rein und wird eben durch die Filteranlage abgesaugt. So sind die alle gebaut. Alle Chemielabore und alle Hochsicherheitslabore arbeiten mit Unterdruck und die Leute, die da drinnen arbeiten, haben einen Überdruckanzug. Und da drinnen kann man ganz normal atmen und die Luft, die da zugeführt wird, wird von außen zugeführt und auch aufbereitet. So, das wäre ein Schutz. Aber alles andere, die ganzen Masken und der ganze Blödsinn. Man braucht sich ja nur überlegen. In einem Einkaufszentrum gibt es einen 8 Meter breiten Zugang zu einer Toilette. Ja? So, große Einkaufszentren haben wir eben große Toiletten. Und die Leute kommen ja nur mit dieser Maske und man riecht, also wenn man da den Durchgang durchgeht, riecht man diesen Uringeruch. Typisch für eine öffentliche Toilette. Durch die Maske durch. So. Und das sind feinste Tröpfchen, die aber in Größenordnung größer sind als jedes Virus. So, und wenn man dann in der Toilette ist, so, dann riechst du die auch also auf 10 Meter Entfernung. Und wenn der Durchgang 8 Meter breit ist, nützt auch ein Abstand von 1,50 Meter nichts, weil der 8 Meter Durchgang hat das ja auch nicht aufhalten können, den Geruch. Sondern man steckt sich halt gegenseitig an, wenn es dann wirklich ein Virus wäre. Aber es ist nicht so, sondern das ist massive Hochfrequenzstrahlung und eben Chemtrails, die eben durch 5G und durch die Sprüherei verursachten Krankheitssymptome. So. Und wir wissen ja von vor 2 Jahren, da ist ja diesen Laboren verboten worden, nach den Bestandteilen der Chemtrails im Grundwasser Analysen zu machen, ob da Barium, Strontium, Krankheitskeime und ähnliche Beimischungen, die eben dort in den Chemtrails drin sind. Das war denen untersagt, diese Substanzen im Grundwasser zu analysieren und nachzuweisen. Eben damit man diesen verbrecherischen Eliten nicht auf die Schliche kommt. So, das hat man also komplett aus der Statistik gestrichen. Das ist aber trotzdem da. Das Obst reift nicht richtig, das fault am Baum. Es wachsen auf den Ästen in ungewöhnlicher Größenordnung Moose und Farne und Pilze, wie das sonst die Jahre zuvor nie war. Aber du kannst im Prinzip die Bäume fast alle ummachen. Die sind alle krank, eben durch diese Niederschläge, die sich eben dort in das Holz einnisten und dort Krankheitserreger.
und eben auch die Pflanzen schwächen. So, dann ist es eben so, dass die Atemwegserkrankungen rapide zugenommen haben, eben weil diese künstlichen Substanzen sich in der Lunge festsetzen und dort Entzündungen hervorrufen, auch auf der Haut. Das sind winzigste Partikel, die messerscharfe Kanten haben und sich sozusagen in die Haut einreiben. Also das muss man sich vorstellen wie so ein feiner Staubnebel, der sich überall setzt und eben durch die normale Bewegung, wenn man sich bewegt, eben überall in die Haut eingerieben wird, in die Bekleidung und so weiter. So, und wer das veranlasst hat, der gehört mit Hochverrat bestraft. Und zwar in der vollen Härte, was das Gesetz vorsieht. Und das ist das, was uns wahrscheinlich Ende diesen Jahres, nächstes Jahr beschäftigen wird. Nun kann man sagen, dass vielleicht diese Demo der Auslöser für einen Systemwechsel wäre. Aber wir müssen ja wissen, die Politiker, die das vorbereitet haben, ich sage es jetzt mal so deutlich, stammen zum großen Teil aus der Freimaurerei und geben vor, etwas zu machen, wobei sie heimlich das Gegenteil tun. So, man hat also einigen Organisatoren bereits nachweisen können, dass sie Mitglieder der Freimaurerlogen sind, also sozusagen per Default kein Patriot sein können, weil Patriotismus und Freimaurerei schließt sich aus. Das ist eine Scheinpatriotenbewegung. So, und das ist ähnlich wie bei Pegida, dort ist es ähnlich gelaufen, das ist alles vom System durchwachsen und die wirklichen Fragen, die wirklichen Probleme dürfen in diesen Bewegungen überall nicht angesprochen werden. So frei, wie wir das hier in den Videos machen und die Informationen geben, ist kein anderer Verein. Da kannst du von Bewusst TV hernehmen und was es da alles noch gibt. Die haben alle keine klare Botschaft, die benennen nicht Ross und Reiter und die kungeln mit freimaurerischen Symbolen und das wird hier auf Jonagras und Kaiser-Rundfunk nie passieren. Da hatten ja Leute mal gesagt, na, ich würde auch ab und zu mal eine komische Geste machen. Ja, das ist aber unbewusst. Ich habe eine ganz klare Ansage, dass es nur eine klare Linie gefahren wird. Und meinen Lebenslauf kann man 30, 40, 50 Jahre zurückrollen. Ich war immer auf der Seite der Gerechten und der Realisten. Ich habe mich nicht an irgendwelche fantastischen Ideologien angeheftet, sondern ich habe mir angeguckt, was ist an der Sache dran, was ist das für eine Substanz, wo kommt es her, wo führt das hin. Und dann habe ich dort eine Meinung gebildet. Und diese Meinung habe ich vertreten und habe ich mich nicht von außen beeinflussen lassen. So, und jeder, der das so macht, der ist auch in der Lage, in solchen schwierigen Zeiten wie das Corona sachgemäße und hilfreiche Anleitungen zu geben. Und ich habe euch gesagt, vor 2 Jahren schon, bevorratet euch mit Lebensmitteln, bevorratet euch mit Edelmetallen, holt euer Geld von der Bank, tauscht das in Silberlinge und Gold, physisches Gold, nicht Papiergold. Kündigt die wie heißt das, Lebensversicherung, den ganzen Pfeffer, braucht ihr alles nicht. Das Einzige, was man braucht, ist eine Haftpflicht und vielleicht fürs Auto die Verkehrsversicherung. Aber der Rest kannst du alles knicken. Die Versicherungen wären im Fall eines Crashs alle insolvent. So, die können da nichts mehr zahlen und eventuell müsst ihr trotzdem noch Beiträge bezahlen. Die werden aber dann mit den entsprechend höheren Zinsen ins Uferlose wachsen. Also dem ist keine Zukunft. Da ist keine Zukunft möglich. Ein Crash bedeutet die Unmöglichkeit, irgendwelche Leistungen zu bezahlen mit den Geldern, die du üblicherweise so in der Hand hast. Euro, Dollar, was auch immer. Und dann kannst du auch Schweizer Franken nehmen. Das gesamte Währungssystem ist am Zusammenbrechen. Und man sieht das auch, wer ein bisschen einen Blick hat für Kurse, hat gesehen, wie der Goldpreis dort losgezischt ist, was sie gemacht haben, um den niedrig zu halten, dass sie das dann über massive Geldmengenausweitung oder die EZB dagegen gesteuert, aber irgendwann lässt sich dieses Ding nicht mehr steuern. Man sieht ja, wie bereits der Nasdaq 100 durch die Decke gerauscht ist, der ist jetzt bei 1200 Zählern, also das ist völlig irre, weil die tatsächlichen Verhältnisse, also das geschöpfte, ich sag mal, Bruttoinlandsprodukt und USA und Bundesrepublik und den wirtschaftlich starken Ländern, in keinem Verhältnis steht zu dem, was die Kurse uns weismachen wollen. Wir sind vielleicht bei 6.000 Zählern, aber nicht bei 12.000, wenn es überhaupt so viel ist. Weil der wirtschaftliche Niedergang tut natürlich vor allem eben in den Technologiebereichen niederschlagen, wo dort noch keine Gewinne erwirtschaftet werden. Das ist alles Zukunft. Man forscht an Wasserstoff und weiß aber, dass man das Zeug überhaupt nicht
lagern kann. Es ist hochexplosiv. Es ist für den normalen Straßenverkehr viel zu teuer und gegenüber konventionellen Antriebsmitteln, Benzin und Diesel, unvergleichlich teuer und nur für Schickimicki zu gebrauchen. So. Aber es ist ein probates Mittel, um die Deutschen auszunehmen. Ja, die ganzen Umweltzertifikate, was die Greta hier verbrochen hat und das ganze Zeug, die nur dazu, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das machen all die Politiker, die auch diese Corona verordnet haben. Die machen das einfach, um die Wirtschaft niedrig zu halten, damit eben viele Kredite aufgebaut werden. Und es geht im Prinzip nur um den Aufbau von Schulden. Das ist der ganze Inhalt der Corona-Maßnahmen. Man will den Leuten das Vermögen wegnehmen. Die sollen in sinnlose Dinge investieren, die keine Zukunft haben, damit dieses Geld irgendwo verschwindet und nicht in Umlauf kommt und vor allem in Richtung Edelmetall. So, das ist das, was hier passiert. Ich muss mal hier kurz quitten. So, also, wenn ihr das auch so macht, dann werdet ihr irgendwann im Prinzip mit Vollgas gegen die Wand fahren und werdet feststellen, dass ihr für das, was ihr da euch vorbereitet habt, dass euch das nicht beim Überleben hilft und auch die Firma nicht über Wasser hält. Ich hatte vor etwa 14 Tagen eine Diskussion mit so einer Firma, die haben also, wollen Aufträge vergeben und die zwingen die Leute eben in irgendwelche EU-Verträge rein. Ja, also soll es dann die Datenschutzgrundverordnung und den ganzen Zirkus da akzeptieren und die Weitergabe von Daten und so weiter. Ich sage, ich mache mit niemandem Verträge, der mich in irgendwelche EU-Abhängigkeiten reinbringt. Das habe ich denen fünfmal geschrieben, inzwischen ist Ruhe. Ich weiß nicht, ob sie es begriffen haben oder ob sie einfach ihre Auftragsvergabe daran festmachen, aber solche Aufträge brauche ich nicht. So, in ein paar Jahren wird man froh sein, dass überhaupt ein Handwerker irgendwas reparieren kann, weil weder Material da ist, noch irgendeine Möglichkeit ist zu bezahlen. Wir müssen davon ausgehen, dass der wirtschaftliche Niedergang so etwa knapp fünf Jahre dauern wird, etwa bis 2025, bis sich die Schäden, die die Politiker jetzt durch den Lockdown und durch die Corona-Maßnahmen angerichtet haben, einigermaßen wieder normalisiert haben. So, es kann auch schneller gehen, aber man muss ja bedenken, selbst wenn es ein genialer Mensch wäre, also eine Führerpersönlichkeit, ein König von Gottes Gnaden, er wäre nicht in der Lage, die notwendigen Anweisungen dem Volk so zu vermitteln, dass es eins zu eins umgesetzt wird. Die würden immer wieder mit den Mitbestimmungsrechten und mit diesen und jenen Eingang, statt erstmal das zu machen, was jetzt momentan notwendig ist. Und diese Blödhandel-Mentalität kriegst du nicht raus. Und das ist das, was wenigstens drei Viertel dieser Zeit in Anspruch nehmen, diesen ganzen geistigen Dünnschiss wieder aus den Gehirnen zu kriegen. Ja, das ist die Hauptaufgabe. Die Wirtschaft zum Laufen zu kriegen, ist mit Edelmetall überhaupt kein Problem. Wenn ein Geldsystem da ist, was auf Gold und Silber aufgebaut ist, möglicherweise ist es eben nur zu 25% gedeckt, wie eben das BRICS-Währungssystem. Aber man kann damit die Wirtschaft hochfahren. Aber die ganzen Dummheiten der 68er-Bewegung und der Linken aus den Köpfen rauszukriegen, das dauert länger. Und das ist wahrscheinlich der größte Hemmschuh, um die Wirtschaft wieder auf den Normalzustand zu bringen. Und Leute, die sich als Führungsperson verstehen und immer noch anfangen mit der Mensch-Person-Diskussion die Leute zu verblöden, anstatt zu sagen, die BRD macht dieses Handelsrecht. Du selber bist nicht im Handelsrecht. Du bist im deutschen Recht. Aber dieses deutsche Recht gewährt dir dieses System nicht. Und das ist das, was die Leute nicht begreifen. Dir steht das deutsche Recht zu, aber du kannst es nicht bekommen, weil das System auf der Weimarer Republik aufgebaut ist. Und die Weimarer Republik die Farbe Schwarz-Rot-Gold hat und diese dir deine Rechte einfach nicht geben will, weil es Putschisten sind, weil es Verbrecher sind und weil der ganze Sozialismus, der im Prinzip aus der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis in die Bundesrepublik fortgerannt ist, genau das unmöglich macht, dass Recht und Ordnung durchgesetzt werden kann. Und wir sehen das momentan gerade in den USA, in Städten wie Minneapolis, wo es die ganzen Unruhen gab. Dort wird einfach von millionenschweren NGOs Leute auf die Straße geschickt und als Randalierer bezahlt, damit sie den Leuten die Häuser niederbrennen. Und dann kommen immer noch Leute und befürworten, dass den Leuten dann die Waffen abgenommen werden, damit sie nicht ihr Eigenheim verteidigen können. Das haben wir ja gesehen, wo der eine mit seiner Frau, mit meinem Maschinengewehr sich einfach vor sein Haus gestellt hat und hat gesagt, ich bewache mein Eigentum. Und den haben sie in der ganzen Presse niedergemacht.
dass der natürlich bei den Patrioten im Prinzip Volksheld ist, ist klar. Aber der ganze Rest, der ganze verblödete Rest, die haben es einfach nicht begriffen. Die USA hat ja in ihrer Verfassung mehrere Zusatzartikel, die in einigen Bundesstaaten den Leuten erlauben, Waffen zur persönlichen Verteidigung zu führen. So. Und hätten wir Deutschen die Möglichkeit, uns zu verteidigen, dann hätten wir das schon lange gemacht. Da wird es dieses Kasper-Theater schon gar nicht geben. Da wird so Bürgermeister ansagen und sagen, Freundchen, hier ist es jetzt an Recht und Gesetz oder es kracht. Und da würde der sporen. Aber da wir ja unbewaffnet sind, können wir natürlich die Forderungen nicht aufmachen. Da müssen wir warten, bis dieses ganze System zusammenfällt. So, dieser Punkt ist jetzt gekommen. Wenn die also dort wirklich die 5 Millionen morgen in Berlin dort aufschlagen, könnte es passieren, dass das System alleine schon von dem Anblick umhaut. So, aber es gibt noch Schmankerl, weil die Systemlinge, die unter anderem auch die Demo vorbereitet haben, auf ihren zweiten Organisationsweg dort Moslems bei der Polizei und auch bei den Ordnungskräften einschleusen wollen. Und die sollen aus Verstecken heraus Waffen bekommen und dann in die Massen feuern. Ja, damit ist also diese Demonstration unter unmittelbarer Lebensgefahr. So. Und es ist kein Zufall, dass das von der Freimaurerei beabsichtigt ist, weil so steht es auch in Protokollen drin. Und dass man die 10 Millionen Protestler dort als Geisel nehmen will, das ist schon schlimm. Ich habe euch einen Weg gezeigt, wie ihr ohne Gewalt und ohne wirtschaftlichen Niedergang das System wieder auf Recht und Gesetz ausrichten könnt. Das habt ihr nicht gewollt. Ich habe mir jetzt 3 Monate das Theater angeguckt. Ich habe 3 Monate kein Video gemacht. Erstens mal, weil es ständig gestört war. Zweitens mal, weil ständig blöde Anrufe kommen. Warum machst du kein Video? Und was sagst du zu dem? Und warum muss ich denn das sagen? Ich habe doch meinen Standpunkt klar und deutlich in 200-300 Videos klar und deutlich gemacht. Und jeder kann sich die Videos angucken, kann sich eine Meinung bilden. Und es ist auch jeder aufgerufen zu sagen, ich habe da noch dieses und jenes Wissen. Und ich würde das gerne auch mal mit beisteuern. Können wir da alles machen. Aber wenn die Leute immer den Reichskanzlern hinterherrennen, die da sagen, ich bin der Reichskanzler von Gottes Gnaden, nee, es gibt keine. Wenn die höhere Verwaltungsbehörde nicht da ist und wenn der Kaiser nicht da ist, der sie einsetzen kann, ist niemand rechtsmäßig Reichskanzler. Und Reichsbürger gibt es auch nicht, weil die Reichsbürger, das sind Linke gewesen. Die Nationalsozialismus ist eine linke Bewegung. Und der Hitler hat selber gesagt, dass der Nationalsozialismus der edelste Sozialismus ist und dass da jeder auch Sozialist ist, der Nationalsozialist ist. So, es ist eine linke Bewegung gewesen. So, und Hitler hat ja auch gesagt, er hätte ja gerne die Rechten bekämpft, aber hat sich eben ausschließlich dort mit den Linken befasst. So. Dass das natürlich auch ein Vorwand war, ist dadurch klar. Aber der Nationalsozialismus und die sogenannten Nazis sind die Linken. Das ist das, was jetzt als Schwarzer Block, als Antifa, als SPD und als Linke rumkaspert. Das sind die eigentlichen Nazis, Linke. So. Und links kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie verlogen und verdreht. Und das ist genau das, was sie machen. Während rechts von das Recht abgeleitet ist. So. Ich bin weder links noch rechts, ich bin Journalist. Ich berichte, was ich sehe. Ich berichte, wie die Ehen in die Reichskanzlerei wollen, obwohl sie da eigentlich nicht hingehören, weil sie gehören ins staatliche Recht. Und das staatliche Recht war weder links noch rechts. Links- und Rechtsdiskussion ist eine Sache, die nur aus der Weimarer Republik kommt. Im Kaiserreich gab es bloß Gesetzestreue und Halunken. Und die Halunken hat sich der Wachmann und der Scharfrichter gekümmert und die Gesetzestreuen haben das Wirtschaftswunder vollbracht. Da war nämlich Deutschland mal Nummer 1 in der Welt. Und die Weimarer Republik hat es geschafft, Deutschland zum absoluten Gespött zu machen. Und jeder, der in dieser Weimarer Republik-Scheiße rumgerührt hat, wird mit dem Systemwechsel derart hart bestraft, dass er Hof und Haus und Eigentum verlieren wird oder gar schlimmer Hochverrat Anklage entgegensehen kann. Und wir werden ja sehen, wie das ausgeht. Aber ich gehe mal davon aus, das wird keine friedliche Geschichte. Aber die Leute haben das ja gewollt. Sie wollten ja unbedingt den Weg der Gewalt gehen. Und wir werden ja dann am Sonnabend sehen, wie das Ding ausgeht.
Einige haben ja gesagt, das Militär würde die Demonstration untersagen und würde gleichzeitig die Corona-Maßnahmen beenden. Ja, aber damit ist ja noch nie der Staat wiederhergestellt. Und da soll eben dann nur der Kaiser dort eingesetzt werden, weil er Verwandter ist. Das Problem ist aber, dass das wieder mit dem deutschen Recht nicht kompatibel ist, weil es wird im deutschen Recht immer unterschieden. Ist jemand rechtmäßig im Amt? Ist er zeichnungsbefugt? Ja oder nein? Und das kann man auch vor den Georg Friedrich verneinen. Er ist nicht im Amt, weil er hätte entweder vom Kaiser eingesetzt werden müssen oder hätte vom Präsidium gewählt werden, also vom Präsidium des Staatenbundes gewählt werden müssen. Wird das nicht passiert, weil wir nämlich den Staatenbund nicht haben, der hat nicht handlungsfähig. Die höhere Verwaltungsbehörde ist auch nicht handlungsfähig. So, und zunächst hätte man mal bestimmen müssen, wer denn überhaupt wahlberechtigt war. Und deswegen haben wir eine siegerechte Verwässerwahl gemacht und deswegen haben wir versucht, erstmal herauszufinden, wer nach Rostock Deutscher ist, wer denn in die Möglichkeit bekommen sollte, überhaupt einen König und Kaiser zu wählen. Und ich habe euch ja alles erklärt. Ich habe euch erklärt, wie die Karten angelegt werden, wie man die Gebiete absteckt, wie man rauskriegt, wo die Siegel herkommen und so weiter. Und da hat niemand wirklich genau das gemacht, was er sollte. Nee, da hat sich eine KSG-Org hingestellt und haben das Verfahren geändert und auf einmal Leuten Rucksackbestätigungen gegeben, die einen gelben Schein haben. So was ist nicht möglich. Der gelbe Schein gehört in Weimarer Republik. Und niemand, der in der Weimarer Republik die Staatsangehörigkeit hat, hat die nach Rostock. Wer freiwillig eine andere Staatsangehörigkeit annimmt, gibt die echte ab. Dass er da möglicherweise wieder eingebürgert werden kann, weil er einer Täuschung aufgesessen ist, mag ja sein. Aber warum habt ihr euch denn ja an das Verfahren gehalten? Es war doch alles klar vorbereitet. Warum musste man denn es auf einen Überfall ankommen lassen? Wobei ich mich überhaupt frage, wie konnte denn der Staatsschutz überhaupt erfahren, dass dort eine Wahl ist? Das ist doch gar nicht möglich. Es haben ja nur diejenigen die Orte erfahren, die sich auch als Wahlberechtigte haben eintragen lassen. Also können doch diejenigen, die Verrat geübt haben, nur diejenigen sein, die das vorbereitet haben oder die Wahlberechtigung zugeschickt gekriegt haben. Nur aus diesen Reihen konnte das kommen. Alle anderen haben es nämlich gar nicht erfahren. Ist eine spannende Geschichte. Naja, ist mir egal. Ich muss das nicht alles rausfinden. Ich habe euch gesagt, wie man das macht. Wie man Recht und Gesetz wiederherstellt, wie man die Bundesstaaten wiederherstellt. Und die gute Nachricht ist, wir brauchen das Haus Preußen nicht wieder aufbauen, um den Bundesrat arbeitsfähig zu machen. Wir brauchen aber mindestens Sachsen und Bayern und aus jedem kaiserlichen Bundesstaat wenigstens einen gewählten Vertreter, der aus den Siegelgebieten kommen muss, die aktiviert wurden. Wir brauchen keine Gemeindeaktivierung einer Frau Werding. Wir brauchen keine Erben Bismarcks, weil Bismarck ist der falsche Rechtskreis. Wir brauchen auch keinen Rechtskreis von 1914. Wir brauchen exakt den 27.10.1918, 23.59. Das ist die letzte Sekunde des staatlichen Rechts. Alles, was danach ist, ist Weimarer Republik. Weimarer Republik ist alles ungültig. Ob das Nationalsozialismus war, Weimarer Reichskanzlergeschichten oder Bundesrepublik oder DDR, ist alles nichtig, weil es nicht auf einer staatlichen Grundlage passiert ist. Das letzte mögliche Gesetz wurde am 27.10.1918 ausgefertigt, am 28. wurde nichts mehr ausgefertigt. Auch die Verfassungsänderung, die angeblich am 28. passiert sein soll, ist vom Falschen unterschrieben, weil der Kaiser sich geweigert hat, seine eigene Entmachtung zu unterschreiben. Hätte ich auch nicht ehrlich gemacht. So. Aber es gibt zu viele Patrioten, die sich Patrioten nennen und die eben von diesem Prinzip abweichen wollen. Und deswegen auch immer scheitern, wenn sie eine Bewegung der Einheit auf den Weg bringen wollen. Das geht los bei der falschen Flagge, das geht bei den falschen Staatsgrenzen, das geht los bei der falschen Motivation. Warum bin ich überhaupt Mitglied? Die Leute fragen mich, wie sie denn um die 3 oder 4 € Beitrag drumherum kommen können. Ich würde mich fragen, als Patriot, kann ich noch irgendwas machen, um die Möglichkeiten, die wir haben oder die wir haben sollten, zu mehren und nicht zu vermindern? Ich gebe 100%. Das, was ich zur Verfügung habe, setze ich ein. Und wenn ich merke, dass Leute versuchen, unsere Ressourcen zu verschwenden, dann fahre ich die Dinger zurück, die nicht funktionieren. Und die Dinge, die funktionieren, die machen wir dann bevorzugt. Und das war der Grund, weshalb ich die letzten 3 Monate kein Video gemacht habe. Warum? Weil die Serverkosten nicht bezahlt worden sind und ich nicht immer alles vorstrecken kann jeden Monat.
Und weil Leute eine schnelle Unterkunft gebraucht haben, weil sie dort aus den Großstädten raus wollten. Und da habe ich auch schon dort mitgeholfen. Und ich habe mich mit den technischen Spezifikationen des Kaiserrundfunks befasst, damit wir das Ding endlich mal auf dem Aster kriegen. Zumindest die technische Vorbereitung, also Videotext, RDS, also Radiotextsystem, und die Spezifikationen, die man neuerdings einhalten muss, weil die EBU da noch gelegt hatte wegen Lautstärken und so weiter. So, diesen ganzen Zeug, das muss ja irgendeiner machen. Und ich kann zu einer Zeit immer nur eine Sache machen. Und wenn ich keine Unterstützung kriege, wenn die Leute die Beiträge abziehen oder irgendwie an irgendwelche Organisationen umleiten, die überhaupt keine zu beanspruchen haben, eben wie irgendwelche KSGs, die haben keine Mitgliedsbeiträge einzunehmen und die haben auch keine zu verwenden, weil sie kein Teil von Einiges Deutschland sind, weil das eine Verbrecherbande ist. Ganz einfach. Und wer dort Beiträge bezahlt hat, der möge mir mal bitte die Quittung zeigen, weil da weiß ich eben noch, dass er keinen Beitrag bezahlt hat. Ganz einfach. So, und wer keinen Beitrag bezahlt hat, wird irgendwann mal mit einer Mahnung konfrontiert sein müssen. Weil ich sehe nicht ein, dass einige Mitglieder das Zehnfache bezahlen, damit ja alles beim Laufen ist. Und Leute 100 Stunden im Monat Arbeit investieren, um anderen Leuten zu helfen. Und die trotzdem noch mehr als einen Beitrag bezahlen, eben damit es weitergeht. Und andere Leute, die versuchen mit Tricks und Kniffen sich da durchzuwursteln, sehe ich doch nicht ein. Dafür haben wir doch die Systemanwälte. Die können sich dann kümmern. Mein Gericht kriegt einen Mahngerichtsbescheid, dann können die losgehen und das Geld einsammeln. Weil wir haben unseren Anteil mehr als erbracht. Ich habe vielleicht, bin bestimmt mit 70 oder 80.000 Euro investiert in das ganze Projekt. An Arbeit und an Infrastruktur. Und Leute, die hinter mir gestanden haben, erwarten, dass ich alles, was ich erhalten habe zur Verwaltung, in Treuhand verwalte und einsetze. Wenn ich merke, dass bestimmte Truppenteile anfangen, Schindluder zu machen, dann beende ich die Projekte, die nicht ordentlich laufen. Und gebe das jemand anders, der es ordentlich macht. Und das muss nicht unbedingt ein Mitglied sein. Ich muss mich bloß 100% auf den verlassen können. Und das ist der Grund, weshalb ich erstmal Ordnung schaffen musste, die letzten 3 Monate. Und ich denke mal, ich bin jetzt so weit, dass ich die nächsten 14 Tage jeden anrufe und sage, wo stehst du? Bist du dafür oder bist du dagegen? Und wenn du dagegen bist, mein Gericht. Wenn du dafür bist, dann sieh zu, dass du deinen Rückstand aufholst und dass du dir Gedanken machst, wie du in deinem Ort, in deinem Stiegelgebiet deine Arbeit machen kannst. Und nicht alle 5 Minuten fragen, was gibt es denn zu machen? Du hast 2 Augen, du hast 2 Beine, 2 Hände. Also guck dir an, was dort schief ist und bring es in Ordnung. Ganz einfach. Das ist die Message. So, um den Sack zuzubinden. Ich empfehle euch nicht zu der Demo zu fahren, wenn ihr euch nicht eine Kugel einfangen wollt. Weil, wenn wirklich was dran ist, dass dort Attentate passieren sollen und die Freimaurer, die nehmen darauf keine Rücksicht. Die waren immer schon darauf geeicht, dass sie immer die Gewaltlösung bevorzugt haben. Und diese Sache ist eine Gewaltlösung. Das kann böses Auge gehen. Wir können ja Glück haben, dass genug Militärs dort sich unter das Volk mischen, dass es ruhig bleibt. Aber der schwarze Block ist bestellt und es gibt eine ganze Menge Linke, die bezahlt worden sind mit 25 und mehr Euro die Stunde, um dort Stimmung zu machen. Und aus dem Grund, wer in entscheidenden Funktionen des Systemwechsels beteiligt ist, sollte sich da raushalten. Auch ich zähle mich zu den Leuten, die sich nicht unbedingt eine Kugel einfangen wollen, weil sie noch für wichtige Aufgaben vorgesehen sind. Und deswegen werde ich dort nicht teilnehmen. So, ich habe das Video gemacht, könnt ihr euch angucken, ihr könnt euch da eine Meinung bilden dazu. Ich habe einen Weg eingeschlagen, der direkt ins Kaiserreich führt, wo es keine Personenkulte gibt und kein Dünkel, sondern dass jeder eine Aufgabe hat und die zu erfüllen hat. Und das bedeutet auch, dass unsere ältere Generation mal eine ordentliche Rente kriegt. Das heißt aber nicht, dass sie den ganzen Tag nur zu Hause sitzen, sondern die werden auch Aufgaben kriegen, die sie abarbeiten müssen, damit ihre Rente auf ein Niveau ist, wo man sagen kann, das ist ein guter Ruhestand. Wir haben ein völlig falsches Verhältnis zur Vorstellung, was eine Altersrente ist. Eine Altersrente hat es im Kaiserreich in dem Sinne, wie wir es heute haben, nicht gegeben, dass den Leuten einfach Geld gegeben wurde und sich selbst überlassen. Sondern das war immer ein Mehrgenerationenhaushalt und dann hatten auch die Großeltern gewisse Aufgaben. Und wenn sie sich um die Enkel gekümmert haben und wenn sie auch im Haushalt mitgeholfen haben, so gut es eben ging, aber die waren eingebunden und da gab es keine Armut und da musste niemand in den Müllkübel wühlen.
Und diese Zeiten werden wir wieder haben. Und ich denke mal, dass drei Fein, also der Warenkorb von drei Feinunzen eine ordentliche Rente ist. So. Und wer arbeitet, der sollte 4,5 bis 5 Feinunzen haben. Also Warenkorb Feinunze. So. Und ich denke mal, dass viele Rentner, die mit dem kalten Klima in Deutschland nicht so zur Rande kommen, vielleicht ganz gut aufgehoben sind, wenn sie gewisse Gebiete in Schutzgebieten übernehmen mit der Verwaltung, also ein Tierreservat oder irgendeine Siedlung, und dort eben die Friedensrichter machen oder dort eine Verwaltung machen, und dafür können die doch dann ordentlich bezahlt werden. Ja, da kriegen sie ihre Grundrente und eben dann noch was obendrauf. Wir müssen es aber organisieren und wir müssen uns einig sein, was wir wollen. Und Schwarz-Rot-Gold ist der falsche Weg. Und ich habe es nur dreimal erklärt und in dem Video auch nochmal erklärt, warum und wieso man mit Schwarz-Rot-Gold nicht zur Demo rennt. So, ich hoffe, die Leute, die jetzt heiß drauf sind, sich unbedingt eine Tracht Prügel oder Tränengas oder eine Kugel anzufangen, die können ja sich gerne auf den Weg machen nach Berlin. Ich für meinen Teil habe gute Gründe vorgeführt, warum man das lassen sollte und sich erstmal auf einen Weg begeben, der in die richtige Richtung führt und der ohne Gewalt und ohne wirtschaftlichen Niedergang auskommt. So, und ich hoffe mal, dass die Ansprache jetzt gefruchtet hat und dass die Leute sich mal zusammenfinden und einiges Deutschland zu dem machen, was es eigentlich sein soll. Ein einiges Deutschland, wo diese Kasper aus der Schwarzbude in Berlin einfach nichts mehr zu sagen hat, weil die keiner mehr vervollnimmt und weil die Ordnungskräfte und die Armee sagt, jetzt ist Schluss, wir machen hier bei dieser ganzen Scheiße nicht mehr mit. Wir machen Recht und Ordnung, und wenn der Politiker damit nicht einverstanden ist, dann nehmen sie sich eben den mal zur Brust. Das wäre doch mal was. So, das ist die Ansage. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und eventuell werde ich morgen nochmal ein Video machen. Danke.